Wir kommen jetzt noch in mehreren Schritten zur Modellierung komplexerer Sachverhalte in der BPMN. Komplexerer Sachverhalte bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr mit den grundlegenden Elementen, die wir haben, arbeiten möchten, weil das Abbilden des realen Geschäftsprozesses, den wir zeigen wollen, damit zu aufwendig werden würde oder in Einzelfällen sogar nicht abbildbar wäre. Wo kommt das vor? Das kommt dann vor, wenn unser Geschäftsprozess nicht mehr dem idealtypischen, nicht mehr nur den idealtypischen Verlauf abbildet, sondern wenn wir auch zum Beispiel Ausnahmefälle abbilden möchten, Fälle abbilden möchten, wo wir beschreiben, wie man denn Sachen, die schiefgehen, kompensieren könnte oder wie man auf Sachen, die schiefgehen oder die nicht plangemäß verlaufen, reagieren könnte. Dazu bietet uns die BPMN eine Vielzahl von Elementen an, die wir uns jetzt nach unterschiedlichen Elementtypen getrennt betrachten, und wir beginnen mit den unterschiedlichen Formen der Aktivitätsmodellierung. Das heißt im Wesentlichen, welche Arten von Tasks es denn in der BPMN gibt. Bislang hatten wir ja nur den klassischen Standard-Task. Das heißt, ein Kästchen, wo ein Sequence Flow reinging, einer rausging und wo irgendwas an Beschreibung drinnen stand. Dazu gibt es aber einiges an sogenannten Modifikatoren, die man in diesen Kästchen anbringen kann und die es uns erlauben, da expliziter noch Semantik, also Bedeutung zu hinterlegen, zu sagen, okay, da gibt es noch mehr Informationen dazu, die im Prozess berücksichtigt werden sollte. Die wahrscheinlich wichtigste in der klassischen Verwendung ist die Möglichkeit, einen Subprozess zu definieren, wenn ich das jetzt da von der Zeichnung her hinbringe. Das heißt, ein kleines Kästchen im Task anzubringen, wo ein Plus drinnen steht, das kennzeichnet, dass es zu diesem Prozess zusätzliche Informationen, eine genauere spezifizierte Prozessbeschreibung gibt, die da drinnen eingebettet ist, aber jetzt im Moment gerade versteckt ist. Das ist eine Möglichkeit, Abstraktion durchzuführen. Wir erinnern uns an den Themenbereich 1. Eine der Zielsetzungen in der BP oder in der Prozessmodellierung an sich ist, zu abstrahieren, Komplexität, der dann, wenn sie nicht relevant ist, zu verstecken, sie aber vielleicht dort, wo sie wichtig ist oder dort, wo sie wichtig werden kann, trotzdem zur Verfügung zu stellen. Und die Subprozesse sind eine Möglichkeit, das zu realisieren, den Prozess an sich vielleicht übersichtlicher zu machen, stärker zu strukturieren und damit dabei zu unterstützen, das Prozessmodell verständlicher zu machen. Was passiert jetzt bei einem Subprozess? Bei einem Subprozess, wenn man den aufklappt, wird da drinnen ganz klassisch ein weiteres vollständiges Prozessmodell hinterlegt. Das heißt, da drinnen steht jetzt ein Startevent, dann kommt wieder irgendein weiterer Prozessverlauf, jetzt im einfachsten Fall einfach nur ein Task, und dann kommt irgendwo ein End-Event. Und was wir damit beschreiben würden, ist, dass wir hier beim Sequence Flow ankommen. Dieses Ankommen löst dann im Wesentlichen dieses Start-Event aus. Der Prozess wird dann durchgeführt und mit dem End-Event haben wir den ausgehenden Sequence Flow dann weiter. Warum möchte man das machen? Ich habe es vorher gerade erwähnt. Man macht es einerseits, um den Prozess stärker zu strukturieren, andererseits aber auch, weil wir in der Abbildung dann ein bisschen flexibler werden, weil wir zum Beispiel, dann werden wir gleich sehen, auch sagen können, dieser Prozessteil, der kann aber mehrfach ausgeführt werden. Also sowas wie eine parallele Mehrfachausführung oder auch sowas wie eine Schleife, die wir sonst mit einer Rückkopplung modellieren müssten, die können wir mit diesem Mechanismus realisieren. Was wir außerdem realisieren können, sind sogenannte Ad-Hoc-Subprozesse bzw. Vages-Subprozesse. Vages-Subprozesse bedeutet, wir haben hier jetzt einen ausgeklappten Subtask, der ist jetzt geöffnet, der nennt sich Bankkonto einrichten, und wir packen da jetzt anstelle eines gesamt oder vollständig ausspezifizierten Prozesses einfach nur vier Einzeltasks rein, von denen wir nicht genauer spezifizieren, in welcher Reihenfolge sie abgearbeitet werden müssen. Implizit ist es eine Parallelisierung,
Heißt, dieser Subtask ist dann ausgeführt oder abgeschlossen, wenn alle vier eingebetteten Tasks realisiert sind oder abgeschlossen sind. Die Reihenfolge dabei ist aber egal. Was wir daneben sehen, ist ein sogenannter Ad-Hoc-Subprozess, gekennzeichnet durch diesen kleinen, durch diese Tilde, durch diesen Modifikator. Der ist im Wesentlichen ein Oder, ein implizites Oder. Wir können nämlich jetzt hier entscheiden, welche der vier Aktivitäten wir ausführen. Das kann nur eine sein, das können mehrere sein, das kann im konkreten Fall aber auch gar keine sein, und da unterscheidet es sich ein bisschen vom Oder. Im Oder müssen wir immer mindestens eins machen. Hier ist es jetzt beliebig, bei Bankkonto einrichten kann es passieren, dass wir Daueraufträge einrichten möchten, dass wir eine Kreditkarte beantragen möchten, eine Kontokarte bestellen oder das Online-Banking einrichten. Es kann aber auch sein, dass wir gar nichts von den vier Sachen brauchen, weil wir nur das Basiskonto haben möchten. Das ist also eine Möglichkeit, und da sieht man schon die Flexibilität der BPMN, etwas, was man auch in einem klassischen Prozessfluss abbilden könnte, nämlich hier zum Beispiel mit einem inklusiven, mit einem parallelen Gateway, etwas kürzer darzustellen und vielleicht übersichtlicher zu halten. Genau. Das ist vielleicht so weit einmal zu Subprozessen. Der klassische Fall, wie gesagt, wäre in einen Task einen vollständigen Prozess einzubetten. Wenn wir das verkürzt darstellen wollen, wenn wir nur darstellen wollen, dass manche Sachen einfach vielleicht passieren müssen oder nicht, dann können wir diese Subprozesse mit Parallel- oder Ad-Hoc-Tasks verwenden. Was wir auch schon mal gesehen haben, sind diese unterschiedlichen Aktivitätstypen. Bislang hatten wir ja nur einen klassischen Standard-Task, der ist unspezifiziert, was da drinnen passiert. An dieser Stelle können wir jetzt genauer spezifizieren, was für eine Art von Task das ist. Insbesondere können wir spezifizieren, ob das etwas ist, was ein Mensch durchführen muss, ob das etwas ist, was eine Maschine durchführen muss, oder ob das etwas ist, was mit Kommunikation zu tun hat. Ganz konkret, BPMN kommt ja aus der Informationssystemwelt, das heißt, ein Task, der nicht näher spezifiziert ist, wird üblicherweise irgendwas mit, ist situiert in einem soziotechnischen System, wenn wir uns erinnern an den Themenbereich 1, wenn wir eben explizit festlegen wollen, dass ein Task ohne Involvierung eines technischen Systems passiert, dann können wir einen sogenannten manuellen Task definieren. Wenn wir sicher sein wollen oder können, dass ein Task vollständig automatisiert ausgeführt werden kann, dann kann das als Service-Task oder als Script-Task modelliert werden. Ein Service-Task wäre jetzt etwas, was als gesamtes Service irgendwo technisch realisiert zur Verfügung steht. Bei einem Script-Task können mehrere Schritte hinterlegt werden, die technisch nacheinander ausgeführt werden in einem irgendwo extern abgelegten Skript. Genauso kann es ein Geschäftsregeltask, also ein Task, in dem bestimmte Regeln, die hinterlegt sein können, geprüft werden. Zum Beispiel, wenn wir uns erinnern an unser Basisbeispiel, die Prüfung von Investitionssummen, um zu entscheiden, wer überhaupt entscheidungsbefugt ist. Das wäre klassisch was man mit einem Geschäftsregeltask abbilden würde. Also man kann Regeln formulieren, Investitionssumme unter 10.000, dann ist diese Entscheidung zwischen 10.000 und 100.000, dann ist diese Entscheidung unter über 100.000. Das ist eine andere Entscheidung, das ist eine klassische Regel. Wenn es ein Task ist, der interaktiv mit System und Benutzer passiert, dann würde man den Benutzer-Task verwenden. Das ist klassisch ein Fall, den wir verwenden, wenn es um Benutzereingaben geht. Wenn es darum geht, zum Beispiel auf einem Bildschirmformular irgendwelche Daten einzugeben, dann würde man das als Benutzertask formulieren. Und dann gibt es noch die Empfangs- und die Sendetasks. Die Empfangs- und die Sendetasks sind eine Möglichkeit, das, was wir im letzten Teil besprochen haben, nämlich die Modellierung von Kommunikationsflüssen, also von Nachrichtenflüssen, ein bisschen flexibler zu handhaben. An denen können nämlich auch Nachrichtenflüsse verankert werden. Wo würde man die jetzt einsetzen? Die würde man dann einsetzen, wenn wir explizit ausdrücken wollen, dass es uns nicht nur um den
Empfangstask, um das Empfangsereignis oder das Sendereignis an sich geht, sondern um das Ganze rundherum, das mit Aktivitäten verbunden ist. Das hilft dann zum Beispiel dabei, Prozesse, wo Kommunikation auftritt, zu modularisieren. Man kann diesen Modifikator nämlich zum Beispiel mit einem Subtask oder mit einem Subtask verbinden und damit ausdrücken, dass irgendwo in diesem Subprozess, den wir hier spezifizieren, zwar eine Nachricht gesendet wird, aber da noch unmittelbar damit verbunden Tasks auftreten. Das heißt, wir können jetzt genauer beschreiben im Subtask, wo exakt die Kommunikation passiert. Im abstrakteren Fall, hier oben, würden wir nur sagen, okay, hier passiert irgendwo Kommunikation, da passiert vielleicht noch mehr rundherum, beschreiben wir jetzt an dieser Stelle aber nicht genauer. Mit dem Modifikator erstellen wir aber dann eben ein, also mit diesem Empfangs- und Sendemodifikator erstellen wir ein Modell, in dem es zulässig ist, auch an einem Task, also nicht nur an einem Sende-Empfangsereignis oder an einem Pool, sondern auch an einem Task, einen Nachrichtenfluss zu verankern. Und dann gibt es noch Modifikatoren zum Ausführungsverhalten. Ich habe es vorher gerade schon kurz erwähnt, sowas wie eine parallele Mehrfachausführung, sowas wie eine Schleife. Auch das sind Modifikatoren, die man in einem Task anbringen kann. Wenn ich also einen Task zeichne und sage, auch die kann man kombinieren. Das ist ein Task mit einem Subprozess. Da drinnen wird vielleicht etwas gesendet. Dann haben wir jetzt mal alles, was wir bis jetzt schon wussten, drinnen. Und dann kann ich noch zusätzliche Modifikatoren anbringen. Ein Modifikator wäre eine sogenannte parallele Mehrfachausführung. Bei einer parallelen Mehrfachausführung sagen wir, dieser, in diesem Fall Sendetask, der kann mehrfach passieren, mehrfach unabhängig voneinander. Das wäre klassisch ein Fall, den man verwenden würde, wenn man zum Beispiel mehrere Bewerbungen aussendet. Die sind unabhängig voneinander versendbar, die haben nichts miteinander zu tun. Wir schicken die aber an unterschiedliche Firmen. Wir möchten auch ganz explizit abbilden, dass hier mehrere Nachrichten rausgehen. Dann wird man eine parallele Mehrfachausführung verwenden. Im Gegensatz dazu gibt es auch noch die sequentielle Mehrfachausführung. Die sequentielle Mehrfachausführung sagt, dieser Task läuft mehrfach ab, unabhängig voneinander, aber sequentiell hintereinander. Das heißt, das ist uns wichtig, dass es hintereinander und nicht parallel abläuft. Und als Variante davon der Schleifentask, das ist dieser kleine Pfeil. Auch hier geht es um eine Ausführung hintereinander. Allerdings im Gegensatz zur sequentiellen Mehrfachausführung sind hier die einzelnen Ausführungen nicht unabhängig voneinander. Was bedeutet das? Hier ist es uns möglich, zum Beispiel auf Basis des Ergebnisses der vorhergehenden Ausführung in der nächsten Ausführung etwas anders zu machen. Ja, weil wir haben eine Nachricht rausgeschickt und haben jetzt geprüft, ob noch Briefmarken vorhanden sind. Und in der nächsten Runde kommen wir drauf, okay, es sind keine Briefmarken mehr da, da müssen wir Briefmarken kaufen gehen, zum Beispiel. In einer sequentiellen Mehrfachausführung wissen die einzelnen Ausführungen nichts voneinander und können damit nicht aufeinander reagieren. Üblicherweise wird man in der Praxis entweder mit der parallelen Mehrfachausführung arbeiten, das war was wirklich unabhängig voneinander ist, dann kann es auch parallel ausgeführt werden grundsätzlich, oder mit der Schleife, wenn etwas nicht unabhängig voneinander ist, dann möchte man es in der Sequenz ausführen, damit man auf etwaige Ergebnisse, die vorher aufgetreten sind, reagieren kann. Den Ad-Hoc-Task, den hatten wir schon, mit dem kennzeichnen wir, dass das, was da drin enthalten ist, optional ausführbar ist. Und zur Kompensation, zu dem letzten, das wir hier unten sehen, kommen wir dann bei der Transaktionsbehandlung. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht detaillierter ausführen. Was vielleicht an dieser Stelle noch wichtig ist, die parallele und sequentielle Mehrfachausführung, die gibt es nicht nur bei Tasks, wir haben es vorhin schon gesehen, die gibt es auch bei Pools. Man kann also
ausdrücken damit, dass ein Pool oder quasi der Prozess, der in einem Pool eingebettet ist, mehrfach unabhängig ausgeführt werden kann. In Kombination zum Beispiel mit dem Versenden von Bewerbungen könnte ich sagen, ich schicke mehrere unabhängig voneinander mehrere Bewerbungen raus. Dann möchte ich aber auch, dass die Prozesse in den Unternehmen, die ich adressiere, unabhängig voneinander ausgelöst werden, also dass die mehrfach gestartet werden können. Dementsprechend würde man dann hier unten beim Unternehmen eine parallele Mehrfachausführung modellieren. Im Gegensatz dazu, wenn man es jetzt aus Sicht des Unternehmens modelliert, dann kann es dort natürlich mehrere Bewerber geben, die wir unabhängig voneinander behandeln möchten und haben deswegen eine parallele Mehrfachausführung dieses Bewerberpools. Gut, soweit zu den Aktivitätsvarianten. Wie gesagt, wichtig an dieser Stelle die Modellierung von Subprozessen mit diesem Plus-Modifikator, der dabei hilft, den Prozess übersichtlicher zu gestalten. Die unterschiedlichen Aktivitätstypen, insbesondere die Sende- und Empfangstasks, die es uns erlauben, Nachrichtenflüsse auch an Tasks zu verankern. Und die Modifikatoren, da insbesondere die parallele Mehrfachausführung und die Schleife, die es uns erlauben, ein und denselben Task mehrfach durchzuführen und das nicht irgendwie mit Gateways und Schleifen durch den Sequence-Fluss abbilden zu müssen. Gut, soviel zu dem und jetzt kommen wir dann zum komplexesten Teil der BPMN, zum umfangreichsten Teil der BPMN, nämlich den unterschiedlichen Ereignistypen, die da drinnen vorgesehen sind.